Der 6.12. Sonntag, 2. Advent, draußen sind 10 Grad plus und weltweit geht eine Pandemie um. Eine Konstellation, die wir sicherlich so nicht gleich wieder erleben werden. Da kann man ja auch durchaus heute mal zwei Kerzen anzünden. 1, 2, 2. Advent. Im Status habe ich. Oh, 2. Advent fällt aus. Im Status habe ich viele Bilder gesehen, wo Leute schon ihre Pyramiden anhaben, wo 4 Kerzen brennt, ganz gefährlich. Macht das nicht. 2. Advent, 2 Lichter. Mehr nicht. Heute gucken wir uns mal eine Sache im Detail an. Schauen also hinter die Kulissen, aber hier nicht, wie so eine Kerze funktioniert, sondern wir könnten ja mal uns eine Wasserpumpe näher angucken. Ganz kurz zur Einleitung. Wasserpumpe besteht normalerweise aus drei Teilen. Riemenscheibe, die das Ganze antreibt, dann der Pumpeneinsatz und das Wasserpumpengehäuse. Und das ist jetzt am Motor festgeschraubt. Also wenn ihr euch jetzt hier vorstellt, hier ist der Motor. Hier oben kommt die Ansaugbrücke, Abgaskrümmer. Ist das so angeschraubt, kommt der Wasserpumpeneinsatz hier rein. Hier wird die Lichtmaschine gespannt. Eigentlich kommt hier noch eine Papierdichtung dazwischen. Also wie gesagt, hier wird die Lichtmaschine gespannt über so einen Flachbügel oder über so einen Stehen, je nachdem. Und dann treibt die Riemenscheibe hier die Wasserpumpe an und dann dreht sich das hier. Und das Wasser wird hier drinnen in Verwirbelung versetzt, wird deswegen in den Motorblock reingedrückt. Und damit hier kein Unterdruck entsteht, strömt dann Wasser hier aus Richtung Thermostat nach. Das Thermostat entscheidet, wo es herkommt. Oder hier von der Heizung strömt praktisch Wasser hier hinten rein, wird wieder in Rotation versetzt und in den Motorblock gedrückt. Ganz simple Sache. Die Effizienz so einer Wasserpumpe, also die Einsätze gibt es von verschiedenen Herstellern, nicht bloß hier von den billigen, gibt es auch original. Und da sieht der Kopf überall klein, ein bisschen anders aus. Gibt es in groß, kleiner, mit viel, mit wenig Waben oder hier solchen Rotationsflügeln. Und dieser hier hinten, diese Fläche ist eigentlich entscheidend. Und zwar geht das nicht zusammen. Man kann es also auch nie verkehrt rum einbauen. Ne? Ist die, das ist also hier der Rotor. Wie dicht das hier ran ist, ne? Jetzt ist das sehr dicht, reibt aber noch nicht. Kommt hier noch eine Dichtung dazwischen, ja, aus dick Papier, so schlimm ist das nicht. Die Größe des Spalts entscheidet unter anderem mit die Effizienz der Wasserpumpe. Das bleibt ja in aller Regel am Motor angeschraubt, muss man sich den Pumpeneinsatz kaufen, der dann am effizientesten arbeitet. Das ist der Bereich, wo Wasser ist. Das ist der Bereich, wo Luft ist. Es ist in unserem Interesse, dass das Wasser hier drin bleibt und nicht nach außen dringt. Deswegen ist das abgedichtet. Also jetzt nochmal ganz kurz hier das Schnittmodell, das Gehäuse hier aus Aluminium, wenn wir das irgendwo festmachen können, dann ist hier das ist ein Teil, die Welle und das Ding ist ein Teil, das ist zwar jetzt hier aufgesetzt, gab es später mal als Kunststoff. Da haben wir zwei Dinge, die wichtig sind, das ist die Lagerung hier vorne, was ich jetzt hier so in rot markiert habe. Das ist praktisch hier diese Metallbüchse und da laufen zwei Reihen Kugeln drinnen, also eine Art Kugellager, was die Welle führt. Hier drinnen, ich gehe mal ganz fest davon aus, hier drinnen ist eine Fettfüllung und vorne und hinten ist noch so eine Art Dichtung, die ist jetzt hier beim Aufschneiden, hat sie mit rausgezogen. Also ganz normal, das Kugellager, das sieht jetzt hier aus wie ohne Käfig, vielleicht ist es aber auch kaputt gegangen. Wobei ich keine Teile gefunden habe, die jetzt auf einen Käfig schließen lassen. Ist egal. Das ist also für die Führung wichtig. Das geht jetzt schon ein bisschen holprig hier. Und theoretisch wird das durch das Dichtpaket vom Wasser ferngehalten, sodass das lange läuft. Und die Ablaufbohrung, hier die Note, das ist ja unten. Die Notablaufbohrung, die wäre ja in dem Bereich hier,
Also die war garantiert hier, also die, das ist hier aus der Seite. Die war halt hier, habe ich rausgeschnitten, warum auch immer, blöd gewesen. Also wenn die Dichtung Wasser durchlässt, dann könnte das hier rauslaufen und dann würde die Fettfüllung noch das Lager stabil am Laufen halten und man sieht ja dann Wasser abtropfen, aber die Wasserpumpe frisst hier nicht und verursacht vielleicht noch einen Riss vom Keilriemen oder so. Das Wichtige an der Sache ist ja eigentlich das Dichtpaket. Habe es mal rumgedreht, weil sich es besser zeigen lässt. Das ist, ja, sind zwar zwei Teile, aber die sind so fest miteinander verbunden, also hier dringt jetzt kein Wasser ein und sickert hier raus. Das, was ihr hier so golden glänzend seht, ich hoffe, ihr seht das, das ist Messing, das ist hier außen eine Hülle. Denn dieses Teil, die Welle, das Dichtpaket und dieses Lagerpaket, gibt es als Ersatzteil. Müsst ihr mal gucken, im Katalog oder im Internet, kann man theoretisch das rausziehen, rauspressen und neu reinpressen. Empfehle ich euch nie. Wenn es einen Schaden gibt, kauft einen neuen Pumpeneinsatz. Weiter. Also, das Messing ist hier im Alu eingepresst. Hier außen macht kein Wasser vorbei. Das ist jetzt hier belocker, weil es hier oft geschnitten ist und die Spannung verloren hat. Hier außen macht kein Wasser vorbei. Hier drinnen, das ist ein Kunststoffring. Der sitzt genauso straff drin, also kann auch hier außen kein Wasser vorbei. Wasser könnte aber hier, weil das dreht sich ja, der Kunststoffring steht fest. Wasser könnte praktisch hier runter machen, auf der Welle lang fließen. Und jetzt kommt hier das Dichtungspaket. Die beiden Stifte hier, eines sind es drei, das ist eine Spiralfeder. Und die beiden Messingteile hier unten, die sind beweglich zueinander. Die werden durch die Feder eigentlich auseinandergedrückt. Und hier haben wir ja noch, oh, hoffentlich seht ihr das alles auch. Hier haben wir noch ein Gummi, so als U, der praktisch hier und hier auf der Welle aufliegt. Und durch die Feder wird das alles auseinandergedrückt, dass das dann praktisch dicht wird. Normalerweise liegt es ja gut an, weil es ja geschlossen ist. Nur durchs Aufschneiden. So funktioniert das Dichtungspaket. Also mal jetzt nicht wie so eine Art Zimmerring, was wir so kennen. Das wahrscheinlich dann hier, wenn sich der Gummi so ein bisschen abnutzt, durch die Reibung drückt die Feder dann nach und dann arbeitet das Dichtpaket dann länger. Sieht man hier jetzt zugegebenermaßen schlecht, sollten wir vielleicht noch aufs Schnittmuster mal genauer gucken. Hier nochmal das Ganze als Schnittbild. Da ist der Niva ja gut dokumentiert. Das hier hinten ist das Pumpengehäuse, was jetzt nicht ganz so interessant ist. Und hier ist die Auflösung nicht so schön. Das hier vorne ist der Pumpeneinsatz. Hier sehen wir das Lagerpaket. Hier die Dichtringe, die gefehlt haben. Das ist hier durch eine Madenschraube gefischert. Das ist bei den späteren dann nicht mehr so gewesen. Uns interessiert ja hier der Bereich mit der Dichtung. Das ist also hier das Außen, das Messingteil, was wir gesehen haben. Hier vorne diesen, wird hier als Öldruckring bezeichnet. Dieser Kunststoffring und hier das Orangen, das ist diese die Gummilippe, die dann praktisch hier auf der Welle anliegt und auch hier in dem Gehäuse natürlich anliegt, rechts und links. Und was jetzt hier so ein bisschen fehlt, hier unten kann man es erahnen, ist die Feder, die dann praktisch diese Teile auseinander drückt und damit hier die Dichtheit herstellt. Na, damit einfach nicht Wasser dann hier langsam einsickert, das Fett auswäscht und das Lager kaputt macht. Kaputt geht es dann so irgendwann mal, aber es soll ja möglichst lange halten. Hier sieht man nochmal schön, dass das hier ganz dicht verlaufen muss und die dreht sich ja so rum. Das Wasser kann nur dorthin, das sind so physikalische Sachen. Das haben sich mal unsere Vorgänger ausgedacht. Hier sieht man die Dichtung, die hier noch reingehört. Und wenn Wasser hier verschwindet, muss es hier nachströmen. Es geht nicht anders.